be forgotten. Here's your cash. Ja, ich bekomme ein wenig Geld und einen neuen Freund. Das ist aber auch schon alles im Endeffekt. Now that you have found Jesus, he will always be with you. Ja, genau. Großwildjagd mit Verstecken spielen, Wiederherstellung des Gleichgewichts. Versuche ich es mal mit dem Gleichgewicht. Da muss ich nämlich nur zum See laufen. We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yard. Ein Kaninchen. Sehr interessant. Ein Kaninchen, das durch Gärten hüpft, bei der Eiseskälte. Naja. So, damit habe ich das Kirchenbanner zerstört. Und das Banner am See. Oder am Teich. Jetzt ist die Frage, gibt es davon noch was oder Quest? Ist ja schön, dass Kevins Viertel auf. Ah, okay, es ist nicht weit weg. Da kann ich einfach so hinlaufen, deswegen. There's some weirdo hanging out at the public storage. I'm not going back there. Okay, irgendeiner verrückter ist am... horrible snuggie over there. Rein komme ich nicht. Nun ja. Da haben wir ein weiteres Shin-Pokémon. Nee, ich bin ja drin. Vamporco. Vamporco. Shin-Pokémon. Aha, sehr interessant. Das erinnert überhaupt nicht an Pokémon, aber naja, ich weiß ja auch nicht. Da war ich schon dran, gell? Da oben drin war ich auch schon. Ja, hier muss irgendwo ein Banner stehen. Kehre zu Hundekacke zurück. Die Frage ist, wo ist Hundekacke? Er müsste theoretisch... Wow, hier hinten sein. Da hinten war eine Fahne von Timmys Liefer- und Transport... Ne, Timmys Transport, was auch immer. Deswegen fahre ich jetzt... Vergiss nicht, ein Handtuch mitzubringen. Ja, ja, Tauli, nicht allein sein wollen, ja? Our territory is restored. I am honored to friend you, Dragonborn. Ja, neue Mission erfüllt. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. Da hast du recht. Wo haben wir denn noch einen Auftrag? Da haben wir... Da habe ich wohl offensichtlich was übersehen. Ich muss noch einen Schwanzkäse benutzen, um eine Penismaus zu finden. Was natürlich wieder mal sehr intelligent und niveauvoll ist, aber okay. Man kann damit leben. Immerhin ist es South Park, von daher, was erwartet man da? Garantiert nicht irgendwelche niveauvollen Witze mit... naja. Ich meine, es sind Achtjährige. Von daher... naja. Ist nur die Frage, ich habe sie schon gefunden gehabt, nur... Bin ich mir nicht mehr sicher, wo. Vielleicht ein wenig hoch und ein bisschen runter. Manchmal hilft sowas. Ach nee, da kommen wir ja gar nicht. Da hab ich doch... Okay, das bringt nichts, das ist ein Rundweg. Emergency Exit. Nee, das war auch die falsche Richtung. Deshalb geht's jetzt wieder zurück. Dann kann ich das hier noch betätigen. Damit hätten wir die rechte Seite so ziemlich abgeschlossen. Mrs. Hanky, okay. Sehen wir doch mal nach, was sie so hat. Ah, zwei neue Freunde.
Wenn du die Pillen verkaufst, gib mir Bescheid. Mir egal, was für welche. Okay. Fick dich, dass alles mein verfickter Banner zerstört hast, Arschloch. Ich möchte, dass du das mit dem Typen sagst, der das getan hat, so... Was? Ich möchte, dass du das dem Typen sagst, der das getan hat, sobald du ihn für mich geschnappt hast. Spark hat gerne... Achso, ja, okay. Das war wieder der Haufen, der aussieht wie Cartman. Ich glaube, ich weiß, wo ich lang muss. Das habe ich nämlich noch nicht geöffnet. Sollte man aber machen. Ja, genau. Das ist das Einzige. Moment. Not exactly sure what you're asking. Ah, nee, das war wieder falsch. Ah, na gut. Weak, dude. So. Wollen wir doch mal sehen, was wir hier anrichten können. Resistant. Are we playing or what? Resistant. Dagegen aber nicht. Sehr schöne Sache. Gut, lesen wir. Drücke schnell A und D. Dann klick mit der rechten Maustaste für einen Finalschlag, wenn der Blitz, wenn du den Blitz siehst. Ja, wieso zu spät? Ach, kann's sein, dass ich was falsch gemacht habe. Ich müsste es nochmal ausprobieren. Can I just take my turn? Hey. Ach nee, ich kann ja gar nicht mehr. Der hat ja nicht genug Punkte dafür. Ach, so ein Mist. Oh, zwei Blutungen. Und es brennt. Aber ist immun gegen Gift. Da war der Haken. Aber bluten kann er. Er kann sie. Die Maus. Naja. Was soll's. Dann wollen wir doch mal. Sehr schön. Voll auf die kleine Maus. Ups. Dann wollen wir doch mal sehen, wie lange du durchhältst hier. Oh my God, we killed the enemy. Ja, wir haben den Feind getötet. Sehr schön, gell? So, damit haben wir jetzt alles erledigt. Jetzt allerdings die Frage. Moment. Ich muss kurz überlegen, ob es sich lohnt. Nee, da müsste ich ja ganz außen rum. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier raus durch den Kanal und nein, das wäre viel zu lang. Deshalb der ganz normale Weg wieder raus. Und ja, mal sehen, was da oben noch auf uns wartet, oder? Nun ja, mal sehen. Entschuldigung. Das war nicht an dich gerichtet, Stan. Das geht jetzt, ja, das war eher Zufall. Ja, gucken wir mal auf die Karte, um zu sehen, was wir noch für Sachen zu erledigen haben. Jimbo könnten wir nochmal wieder vorbeigucken. Die Non-Conformists haben wir auch noch. Ja, Großwildjagd. Was haben wir denn? Kanadisch, Belgisch, okay, die kriegen wir noch nicht. Nutzt die Flasche Reinigungsalkohol, haben wir auch noch nicht. Aber Flughund und Penismaus haben wir. Deswegen lohnt es sich garantiert schon mal zu Jimbo zu fahren oder zumindest mal in die Nähe und dann zu Jimbo zu gehen. Weil wir da immer so nützliche Sachen bekommen. Und auf dem Weg dahin finden wir vielleicht sogar noch was erwähnt, um uns zu prügeln, aber naja, sieht gerade nicht danach aus. What can I do for you, new kid? Alright! Looks like that bat sucked its last fruit. That mouse was making us all look bad. In more ways than one, eh, Ned? Speak for yourself. I can't wait to see what you kill next. Ja, genau. Waffen. Nein, das brauchen wir nicht. Verkaufen. Da können wir ein bisschen Kram verkaufen. Zuallererst mal diese Armbänder, die niemand braucht. Und dann der ganze Rest. Ja,
11 rostige Rohre. Wie bin ich denn bitte an 11 rostige Rohre gekommen? Interessant. 11 echt rostige Rohre. Naja. Gut. Dann... Oh, eins wollte ich noch verkaufen. Verbrauchsgüter. Ich hatte das letzte Mal schon mal erklärt. Ich habe davon ja genug. Vor allem die, die ich nicht verwende, von denen ich 10 habe oder so weiter. Da kann ich jeweils ein bisschen was verkaufen von. Denn... Haben wir denn noch 10er? Da haben wir einen. 9er. Noch 9er. Es ist jedes Mal nicht viel, aber im Endeffekt die ganzen Sachen, die du liegen lässt, die zählen dann schon ein bisschen was zusammen. Ist genau wie wenn man sich lauter, wenn man sich was kauft, irgendwas zu trinken und da ist Pfand auf der Flasche und man wirft die weg, dann hat man das Pfand am Ende auch nicht. Ah, wenn man es klar Pfand sammelt und abgeht. What can I do for you, Duke? Shot and killed any of them animals in the wildlife guide? I'll make it worth your while. Ja. Ja, kleines Vieh macht aus. Auch Tiertestikel. Okay, das ist natürlich jetzt krass. Ich wollte mal kurz nachgucken, was wir da haben. Einmal 25, einmal... nee. 40 mehr Schaden, da weiß ich genau, wer das bekommt. Aufrüstung. Ah, um 5%. Wohlgemerkt Prozent. Nicht mehr Pfeil? 40 mehr Pfeil ist doch, eigentlich ganz gut. Steigert die Maximal-TP um 5%. Ah, jetzt nochmal gucken, was die haben. Jeder Angriff sorgt 10 TP von deinem Ziel ab. Puh, ja, das lassen wir so. Gut, was hatten wir jetzt als nächstes? Quest, die Non-Conformists. Deswegen geht es jetzt einfach mal zur Schule. Und zwar per Express. Dann muss ich mal gucken, ob ich alles beisammen habe. Haare und Eyeliner habe ich ja schon. Dann eine Goth-Mütze, Goth-Kostüm und Goth-Handschuhe. Die Perücke habe ich schon. Allerdings fehlen mir jetzt noch... Okay, Goth-Schädel dürfte auch funktionieren. Mission erfüllt. Kaufe eine Goth-Mütze. Kaufe eine Goth-Kleidung. Goth-Handschuhe. Kehre zu den Goth-Kids zurück. Oh, Joy. It's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a Goth. Being Goth isn't just how you dress. It's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Okay. Dunkle Rüstung ist entfernt. Und wahrscheinlich auch die Zigaretten. Ja, Conformist Protestschild. Das haben wir bekommen. Und das müssen wir jetzt aufhängen. Und zwar bei einer Versammlung. Hey, what's up? Gegenstand im Pferd, Zigaretten, war ja klar. Und zwar hier drin. Community Center, das Gemeinschaftszentrum. Yeah, have fun in there. I think I'll wait it out. Okay.
Er möchte da nicht mitmachen, aber okay. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built.